Ja. Wir machen ein bisschen die die Feuer aus. Ja, besser. Ja, wie schon gesagt, ich versuche gerade hier ein paar zwei Folgen voll zu bekommen und mir damit Folge 500 was einfallen zu lassen. Vielleicht mache ich auch nur was für Folge 500. Mal schauen. So einen kleinen Rückblick mal wieder. Ich weiß es noch nicht. Also ihr müsst euch überraschen lassen, was mit Folge 500 passiert. Oder was ab Folge 500 passiert. Aus dem Grund. Ja. Wie schon gesagt, einfach mal überraschen lassen, was in Zukunft passiert. So, wir machen die Tür wieder zu, dass all der Stein kann schmuggeln, brutzeln, wie auch immer. Auf jeden Fall kann er was tun. So, die Türen kann ich mal hier lassen. So, weiter geht's. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ideenlosigkeit ist schon allseits bekannt mit den Ideenlosigkeit. Aus dem Grund, weil ich ideenlos bin zurzeit bei Minecraft und halt durch den Verlust der Daten, habe ich gesagt, ich mache mal Spiele, an die ich Spaß habe. Da ist mir wieder Star Trek Voyager Elite Force in die Hände gefallen und da habe ich gesagt, geil, das Ding musst du let's playen, das geht gar nicht, das musst du spielen, dann heißt es, du let's plays das gleich nebenbei, ob es den Leuten gefällt oder nicht, war so mein Thema. Und was habe ich gemacht? Ich habe es let's played und habe mir gesagt, scheiß auf die Zuschauer, nach dem Motto, wenn es dir nicht gefällt, brauchen sie es nicht gucken. Ich let's play das und spiel mir das schön erstmal. Und was habe ich gemacht? Ich habe es gemacht. Und es war eine gute Entscheidung, muss ich sagen. Es war eine sehr gute Entscheidung. Ich hatte wirklich wieder Spaß daran. Schön Star Trek Voyager Light Force, auch mit dem Bug, der da drin ist. Hat es trotzdem Fun gemacht. Es war richtig schön, mal wieder zu spielen. Ich weiß nicht, ob man es halt mitbekommen hat, dass es mir auch wirklich so viel Spaß gemacht hat. Aber im Endeffekt ist es mir eigentlich auch egal. Mir war es wichtig, das mal wieder zu spielen. Und dann habe ich gedacht, ich mache halt ein Let's Play einfach draus. Was dabei am Ende rumkommt an Zuschauern. Wie schon gesagt, ist mir am Ende doch ein wenig Banane. Dann habe ich so gesagt, danach, nachdem das durch war, na, ich habe ja noch das Expansion Pack dafür, aber da war ich noch der Meinung, da gibt es Singleplayer-Missionen, also sowas wie eine kleine Fortsetzung der Story. War ich eigentlich der Meinung und habe gesagt, gut, das bringe ich als denn Staffel 2 oder als extra Let's Play raus oder als Special raus. Es kam vielleicht so nicht rüber am Ende der Folge, der letzten Folge, wo ich das gesagt habe. Vielleicht habe ich mich auch anders ausgedrückt, als ich wollte. Auf jeden Fall, ich habe dann das Expansion Pack aufgespielt, ausprobiert und festgestellt, das willst du Let's Playen? Da willst du ein Special von machen? Lohnt das überhaupt? Hast du überhaupt Lust dazu? Und muss sagen, ich habe es bis jetzt nicht gemacht. Ist also ein Zeichen dafür, dass ich daran keinen Spaß hatte. Es ist, also Star Trek Voyager Elite Force ist ein Multiplayer-Spiel und es gab neue Multiplayer-Karten dafür. Dadurch. Das wiederum war halt so. Dementsprechend, da hätte ich dann sagen können, dafür war das Expansion Pack wirklich gut. Ich habe es auch damals online gesuchtet, muss ich sagen. Ich habe es online gespielt. Das war genial, muss ich sagen. So. Und zack. Kann man hier auch eins anzünden. Genau, da geht's halt nicht. Aus dem Grund stehen hier die Fackeln. Hier ging's irgendwo, ne? Ja, hier geht's. Hier geht's nicht mehr.
Aber, genau. Muss man zumindest zumachen. So, da geht's. Da geht's auch noch. Nein, da geht's nicht mehr. Da geht's. Gut. Ast rein. Wie war das? Hier geht's nicht, ne? Doch, hier geht's auch. Gut. Wie schon gesagt, dann habe ich Star Trek Voyager Elite Force durchgespielt. Was geiler war, ich nehme das so auf. Ja, auf einmal. Keine Aufnahme mehr. Mist. Ja, was habe ich festgestellt? Festplatte voll. Muah. Durch den Festplatten um oder durch den neu erstellen, neu aufmachen des Rechners oder neu aufspielen des Rechners habe ich Daten hin und her geschoben, weil ich eine neue Festplatte eingeschoben habe. Hab natürlich dann im Anschluss einiges draufgelassen und musste dann erstmal Platz schaffen auf der Festplatte. Da war, was waren da noch drauf? Da waren noch Rohdaten von einem Tutorial drauf. Von ein paar Gigabyte. Die mussten erstmal weg. Ich glaube, von 300 Gigabyte Rohmaterial, nur von einem Tutorial. Das musste erstmal beiseite geschafft werden. Wie schon gesagt, durch das Daten hin und her schieben sind dann noch irgendwann. Ah, nee, das habe ich noch nicht erzählt. Auf jeden Fall, durch das Daten hin und her schieben sind dann. Rohdaten verschwunden von der letzten Aufnahme Minecraft. Wie schon gesagt, ich habe Daten hin und her geschoben und ein bisschen ausgemistet. Es kann so gesehen sein, dass ich damit was verwechselt habe. Ich glaube, ich weiß auch, wieso ich es verwechselt habe. Weil ich habe geguckt, Audiodaten. Ich war der Meinung, ich kann es doch nicht. Die Audiodaten gehen auf eine ganz andere. Die Rohdaten der Audiodaten doch auf einer ganz anderen Festplatte lagen, habe ich gedacht. Das kann doch nicht sein, dass du beides gelöscht hast. Beide Rohdaten. Nein, ich habe nicht beide Rohdaten gelöscht. Ich habe wirklich nur die Videodaten gelöscht. Und die anderen Daten sind noch da gewesen. Aber unter einem anderen Namen, unter einem älteren Namen. Außersehen habe ich statt Folge 900. Ich muss dazu sagen, ich gebe als Folgennamen oder als Rohdatennamen gebe ich immer an, ab wann diese Folge oder ab wann diese Rohdaten gelten, ab welche Folge. Und aus irgendeinem Grund habe ich statt 498 478 angegeben. Ja, und 478 ist ja, ne, 20 Folgen vorher und dadurch habe ich wahrscheinlich gedacht, oh, die Daten brauchst du nicht mehr, die kannst du löschen. Und dadurch sind dann wahrscheinlich die Daten abhandengekommen. Aua. So kann es passiert sein, dass meine Rohdaten für Minecraft weg waren. Ist ein bisschen schade. Na, kriege ich den noch? Nein, kriege ich nicht. Schade. Muss ich anders machen. Na so, ist es wahrscheinlich passiert, dass die Rohdaten für Minecraft weg sind. Und aus dem Grund habe ich gesagt, ja, nochmal Minecraft-Ideenlosigkeit. Was willst du jetzt machen? Du musst dir das erklären, dass es ist. Dann musst du wieder was Neues anfangen. Und musst dir irgendwas machen. Dann halt diese Ideenlosigkeit hat dazu geführt, dass ich erstmal nicht weiter aufgenommen habe. So. Ja, und jetzt sieht man ja, ich bin ja gerade wieder fleißig am Bauen. Und ja, was soll ich sagen? Wie schon gesagt, Minecraft macht Spaß. Ich habe auch gerade zurzeit ein bisschen Spaß dran, das Ganze jetzt hier zu machen. Aber ich möchte es halt nicht allzu lang machen, weil ich halt, wie schon gesagt, mit Folge 500 so gesehen einen kleinen Cut, keinen Großcut wie bei Folge, wie von Staffel 1 zu Staffel 2, sondern nur einen kleinen Cut. Nur einen ganz kleinen Cut machen möchte,
mit neuen Ideen oder mit alten Ideen besser aufbereitet. Ich weiß es halt noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall soll da was Frischeres kommen. Du bist frischer für mich. Sagen wir es mal so. So, dass ich wieder Langzeitmotivation bekomme, die mir zurzeit ein wenig fehlt. Ja. Wie weit ist es jetzt eigentlich von da? Von da, wo wir schon gebaut haben? Aber jetzt von der Punkt, wo ich gebaut habe, bis zum Tor Staffel 2. Aber ich brauche eigentlich Cleanstone, deswegen war ich jetzt eigentlich gerade auf dem Weg zurück. Aber ich wollte mal was gucken. Weil meine Idee, Überlegung ist, wir haben hier auf Staffel 1 Bereich sehr viel Cobblestone. Der fehlt uns ja eigentlich in Staffel 1. Staffel 2. So steht da eine Kiste. Ah, das ist noch ein Stück. Das ist noch ein Stück länger, weil da hinten im Schatten sieht man verschwinden, dass es da nochmal hochgeht. Gut, das geht also noch eine Weile. Gut. Wir werden wahrscheinlich einen Haufen Cobblestone aus Staffel 1 verbraten. Gut, 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 gut. Aber wir werden hier sehr sicher denn reisen können. Die Strecke geht hier ein wenig schneller als über die normale Welt. Gut, beim ersten Mal mussten wir auch, habe ich auch erkundet, wohin verschlägt es uns oder wo finde ich ein Dorf. Und jetzt bei dieser Reise ist es jetzt wirklich nur die Geschwindigkeit. Man könnte jetzt wirklich versuchen, sämtliche Orte, also sämtliche wichtigen Orte mittels Netator zu verbinden. Zwei, drei, vier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Perfekt. Gut, dann können wir noch ein bisschen weitermachen. Aber ich werde die Aufnahme auch gleich beenden. Ich sehe gerade, ich kriege schon zwei Folgen voll. Ja, jede Folge über 50 Minuten ist das Minimum. Aber ich habe gerade mal Baumaterial. Und ich mache jetzt ein bisschen voller. Und wenn die nächsten Folgen 25 Minuten lang voll, jetzt die Folgen 25 Minuten lang waren, dann ist es halt so. Na, auf jeden Fall habe ich halt eine ganze Menge erzählt. Ach so, ja. Eine Sache habe ich ja noch. Mein anderer Channel, Xentons Bastelecke. Da wird es demnächst, oder hat es denn vor kurzem ein neues Video gegeben. Ich werde auch versuchen, ich hätte es schon angekündigt, öfter ja jetzt wieder was zu machen. Da ich ja jetzt zurzeit kein Minecraft spiele, ist es da sehr sinnvoll wieder anzusetzen. Weil mein letztes Thema war da Werbung und Adblocker oder Werbung und Werbeblocker im Internet. Da habe ich so versucht, eine kleine Diskussion anzufangen. Also ein neues Format, kann man sagen. Nein, Format ist es nicht. Es ist eigentlich das, was ich hier immer mal gemacht habe, meine Meinung kundgetan, habe ich jetzt da dieses Mal aktiv gemacht. Da diesmal wirklich rein. Ich bin am Labern, aber ich bin zu sehen. Das ist jetzt wirklich sowas. Meine aktive Meinung wollte ich da mal ein bisschen zur Diskussion stellen. Es müsste eigentlich morgen, also für mich ist es morgen rauskommen. Für euch ist es da schon draußen gewesen oder schon lange draußen. Ich setze mich da ein bisschen ins Fettnäpfchen mit. Jetzt kann ich jetzt im Vorfeld sogar schon sagen, beziehungsweise ich riskiere ein wenig meinen Hals. Ich riskiere ihn wirklich, weil ich nehme Wörter in den Mund. Ich nehme Firmen in den Mund. Ich nehme den Namen von Firmen von Let's Playern in den Mund. Ich nehme viel in den Mund, allein als Beispiele. Nicht um sie zu diskreditieren oder zu loben oder irgendwas, um Werbung dafür zu machen. Nein. Weil ich nehme sie als Beispiel. Man ist halt bekannt, wenn man so guckt. Jetzt Fernsehen. Wenn ich den Namen Gronkh erwähne.
allein schon der Name ist im Fernsehen gelaufen. Wenn Berichterstattung über den Filmfest kam oder das letzte oder Let's Play Poker, die ersten Folgen Let's Play Poker im Internet kam. Oder was soll man noch sagen? Was kam da noch so? Was war ein Let's Play Poker? Wo noch so? Oder LPP Live, Let's Play Live oder LPP Live, also LP Live da. Diese Freitagssendung, die er gemacht hat. Mit Saraza und so weiter. Es sind alles Elemente, durch die er bekannt wurde. Also dieser Name Gronkh ist bekannt. Allein Gronkh.de müsste bekannt sein. Oder Playmassive und solche Sachen. Ich habe halt Namen in den Mund genommen, die ich halt dafür nicht als Musterbeispiel nehme, sondern als Beispiel. Sie sind nicht das Musterbeispiel, die ich da verwende, sondern ich benutze da den Namen als Beispiel. Sage ich in der Regel auch dazu. Ich entschuldige mich. Eins habe ich vergessen, mich in der im Video selber zu entschuldigen dafür. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich riskiere eine ganze Menge in dem Moment, wo ich das hochlade. Vor allem, wenn sich Firmen angesprochen fühlen, die dann, ne? Weil mir geht's, in dem Thema geht's eigentlich um das Wort Adblock Plus. Ich nehme es hier auch schon wieder. Es ging mir eigentlich da mehr um die Klage um Adblock Plus. Weniger um das Programm selber. Es geht mir eigentlich um das Diskussionsthema Werbung und Werbeblocker. Ich möchte das jetzt hier nicht breit treten, aber mir geht es jetzt halt ein bisschen darum, dass ich da, auch wenn man sich das anguckt, dass ich da Begriffe und Wörter in den Mund nehme, die ich nur als Beispiel dafür verwende. Sie sollen nicht als Musterbeispiel da herhalten, sondern ich benutze einfach den Begriff. Ich habe mir nicht im Vorfeld ausgedacht, wen ich als Beispiel nehme, sondern das ist im Video, als ich das Video gemacht habe, entstanden in dem Moment. Und nicht früher oder irgendwie anders. So. Na gut, Steine empty. Ja, würde ich mal sagen. Steine empty. Ich gehe zurück. Mach mein Inventar leer. Und dann mache ich eine Aufnahmepause. Ich kann ja auf jeden Fall jetzt schon mal sagen. Ich werde gucken. Achso, zurzeit läuft ja noch ein anderes Let's Play von mir. Star Trek. Eigentlich hatte ich überlegt, nur noch Let's Plays zu machen von Spielen, die ich auch durchgespielt habe. Die ich gerne gespielt habe. Nicht, dass mir sowas passiert wie mit Blackguards, mit Schicksalsklinge. Wobei Schicksalsklinge habe ich noch nicht aufgegeben. Blackguards habe ich aufgegeben. Deshalb wollte ich eigentlich nur noch Spiele machen, die ich vorher im Vorfeld durchgespielt habe. Ich habe aber festgestellt, alles ab 18. Und das wird wahrscheinlich irgendwann ein Thema auf meinem anderen Channel werden. Beziehungsweise vielleicht sogar hier ein Thema. In einem Minecraft Let's Play. Spiele ab 18. Und der leichte Wandel. So. So, das war's jetzt erstmal wieder von mir. Hier auf meinem Channel, auch hier wieder von meinem Channel Xentons LP mit Minecraft. Ich hoffe, euch hat die zwei Folgen gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns ab Folge 500 wieder. Was ich da mache, ab da mache, weiß ich halt noch nicht. Aber wir werden uns auf jeden Fall mit Folge 500 wiedersehen. Es wird keine Staffel 3 werden. Nein, wir werden uns wiedersehen. Auf jeden Fall sage ich viel Spaß mit meinen anderen Let's Plays, auch mit meinem anderen Channel Xentons Bastelecke. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß bis dahin, bis zum nächsten Mal und sage Tschüss.